Oh, Alter, I love it. I love it. Autobahnpupser, Landstraßenpupser und Fußwegkandalierer. In der letzten Folge sind wir ja... Alter, was ist das? Das ist ja alles die Lost Places, Alter. Wie Porno ist das denn? Krasse Scheiße, Alter. Schade, hier ist nicht viel. Ey, das ist ein riesen Militärlager alles. Boah. Mein Fotoherz schlägt schon wieder höher. Ich muss was aufpassen, das ist scheiße glatt hier. Steht so Moos. Geil. Also eigentlich wollte ich euch halt was jetzt anderes erzählen. Aber ich bin gerade so gehypt hier, Alter, von diesen ganzen. Ich liebe ja diese Lost Places Scheiß. Guck mal da, schöner Alter. Oh. Guck mal da ran. Guck mal da irgendwie hin. Ich will da hin. Alter, I love it. I love it. Alter, wie geil ist das denn, bitte schön, ja. Fotoshootings, Alter, ey, komme. Aber richtig böse. Alter, komm, hier verweilen wir kurz einen Moment. Pornös! Pornös, was das hier so gibt. Komm, ich mal gucken. Hey, mal schauen. Wir erkunden heute die Welt. Da sind alte Gebäude. Guten Tag. Alter, guckt euch das an, Junge. Diese riesen Türen, Junge. Krasse Scheiße, Alter. Jetzt hat man hier für geiles Fotoshooting dann machen kann. Wie die früher die Türen hier bewegt haben. Alter, schön, hier sind die fett, Junge. Hallo. Echo. Oh. Alter Porno. Was haben sie denn hier gedreht? Willis? Komm, wie macht da hinten gucken. Alter Schwede. Krasse Scheiße. Ich mich jetzt hier vor. Ihr Lieben, warte, wir halten kurz inne. Stellt euch Hatze und Keksi vor. In diesem Hangar-Bunker. Stellt euch das einfach nur vor. Und wir machen hier drinnen ganz viele Sauereien und ganz viele Kinder. So, wollte ich euch mal kurz erzählt haben. Und hier machen wir dann unser erstes Abo-Treffen. Witzig. Hier gehen wir von Tropical Island. Danach nehmen wir alle Tropical Island drin. Und erstmal werden wir hier draußen alle schön. Oh, guck mal, hier die ganze Motorräder links und rechts hingestellt. Alle ganze. Boah, ich bin ja gerade so weit von. Gibt ja nicht. Oh, schön ist es. Schön ist es. So, ich werde jetzt mal kurz mein Handy schnappen, ein paar Fotos machen und jetzt mal in Rochen. Bist du klein? Alter, ist das ein Ausblick oder ist das ein Ausblick, Alter? Guckt euch das an. Oh.
was soll ich hier machen können? Alter Schwede. Boah, die Welt, sie liegt mir zu Füßen. Also, irgendwann, demnächst, bald, später vielleicht. Jetzt muss ich erstmal, na, ihr wisst schon, warum stehe ich ja eigentlich gerade im Busch? Weil ich gerade eine neue Tarnung probiere. Oh, guckt euch, wie das Bike da steht. Guckt euch das an, wie meine kleine Michelle hier rumsteht. Hier bin ich. Schön. So, jetzt wird mir aber langsam kühl. Und ich möchte gerne noch wieder zu Hause ankommen, wenn es hell ist. Das heißt, ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen, nach Hause brechen. Aber Alter Schwede. Einfach nur geil. Ja. Wir bleiben einfach ganz kurz stehen. Weil was ich euch eigentlich erzählen wollte, man sagt ja immer, wenn man Hater hat, ich blende euch jetzt hier mal kurz was ein, hat man es geschafft, das heißt, wir sind jetzt hier weltberühmt. Und der spricht ja da so ein bisschen dieses Trucker-Leben an. Also ja, es stimmt. Ich hatte mal einen Kanal, da ging es ums LKW-Fahren. Hat er da die Leute mitgenommen auf den LKW-Führerschein, wie man den so macht und. Und hat er auch viel von Truckfahren erzählt. Allerdings muss man ja ein bisschen so an Familie denken und ich habe einfach, also ich habe meinen LKW-Führerschein gemacht und habe dann einfach meine Jobs, also den ich habe und dieses LKW-Fahren einfach gegeneinander gestellt. Und was soll ich euch sagen, ich arbeite von zu Hause, habe ein vernünftiges Gehalt und wenn ich Feierabend habe, habe ich Feierabend und bin zu Hause, muss dann nicht 2 Stunden Auto fahren. Dann habe ich ja, wie ihr wisst, Frau und Kind. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich damals gesagt habe, gut, ich habe den LKW-Führerschein, ich halte mir den offen, ich werde auch die Module immer aktuell halten, dass wenn ich irgendwann sage, okay, ich möchte doch LKW-Fahrer werden, dass ich es werden kann. Aber aufgrund der ganzen Gegebenheiten habe ich das Ganze eingestampft, bin jetzt halt nicht mehr auf 40 Tonnen unterwegs, sondern auf 240 Kilo. Sag niemals nie und wir werden sehen, was noch so alles in der Zukunft passieren wird. Ich bin da echt gespannt. Aber das finde ich auch mal richtig geil, ja. Ihr habt ja im ersten Teil, also beziehungsweise in dem Video hier, was jetzt vor dem hier draußen war, habe ich euch ja mit auf den Weg hierher mitgenommen, um euch zu zeigen, wo wir eventuell hinziehen wollen. Und dass ich dann hier so eine scheiß geile Location entdecke, das ist ja mal mehr als Porno. Alter, was ist das denn hier? Oh, wir reiten in den Sonnenuntergang. Da guckt euch jetzt an, wie schön das ist. Dieser Sonnenuntergang, der ist momentan echt eigentlich fast jeden Tag absolut genial, ey. Echt. Echt, ey. Falls ich schon wieder eine andere Strecke als ich hergekommen bin. Das ist aber krass, Alter. In Brandenburg, immer, da fällt ja erstmal auf, wie viel wie viele Wege eigentlich nach oben führen. Das ist utopisch. Alter, ist das schön oder ist das schön? Guck mal, Schatz, Windmühlen. Das ist ein Insider. Aber ich glaube heute. Karsche, 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 Zacko, Karsche, Karsche, Zacko, Zacko, Karsche. Hier. Oh, Landluft.
ein Modellfliegerfahrer. So, ich reite jetzt hier noch ein bisschen in den Sonnenuntergang und dann, oh, schön. So, wir werden jetzt noch ein bisschen Kurvenfahren üben. Also der hat eigentlich einen anderen Weg nach Hause, aber den Weg kenne ich ja auch und hier kann man noch schön, hier gibt es schöne Kurven. Kann ich mal ein bisschen an meiner Kurvenlinie arbeiten. Weil das ist ja das, was du nach der Fahrschule eigentlich noch nicht wirklich richtig kannst. Ja, also dieses Kurvenfahren, das muss man ja noch mal ein bisschen trainieren, üben. Und da eignet sich die Strecke jetzt hier ganz gut. Hier sind ein paar schöne Kurven drin. Und dann werden wir mal gucken, wie ich mich da schlage, sozusagen. So, wir tasten uns mal ordnungsgemäß so ran, wie sie hier auch sagen. 70. Ja, war jetzt glaube ich nicht verkehrt. Ja, jetzt sind wir ein bisschen weit in der Mitte gewesen. Könnte gefährlich werden bei Gegenverkehr. So, ein bisschen nach außen. Schräglage. Ja, ja, die fühlte sich ganz gut an. Oh, die Sonne verschwindet gerade hinter dem Berg da hinten. Schön. Den riesen Adler gerade gesehen, war wieder ein Insider. Meine Frau sagt ja zu einem Adler. Alles, was größer ist als ein Wellensittich, ist ein Adler. Nein, so schlimm ist nicht. So, 80. Kurven außen. Naja gut, die war jetzt nicht so schlimm. Außen. Oh, schön genommen. Schön genommen, die Kurve. Oh, ich bin so gespannt. Ey, wenn die, das, ich hatte das ja im letzten Video erzählt, wenn ich hier tatsächlich einen Folienpartner rankriegen sollte, der mir das Bike foliert, das wäre echt geil. Ich habe da, ich habe schon echt coole Ideen. Ach, vielleicht können die ja uns sagen, ey Mensch, mach das doch so und so. Oh, bin so gehypt, ey. Gehypt. Diese Fremdwörter immer. What, bist du gehypt? Ja. Yeah. Ich bin gehypt. Gehypt. Du so gehypt? Oh, ich bin so hyped, Alter. Nein, doch. Du bist noch nicht am Zebraweg. Zebraweg. Am Zebraweg. Am Weg Zeespaar. Oh, Alter, guckt euch die Sonne an. Alter, guckt ihr das an, wie groß sie aussieht. Oh, Alter, mein Arsch. Oh. Guck dir das an. Lasst uns in die Sonne reiten! Ja! Ja. Ist alle. Alter, echt geil. Ah, da sehen wir, vorsichtig ich mal an Leuten vorbeifahre. Nett, oder? Oder an Tieren. Also ey, echt mal Leute, wenn ihr euch auch in der Stadt bewegt oder draußen oder was auch immer, ja, scheiß drauf mit dem Motorräder, tut mir einen Gefallen
Und bei Hunde dreht da nicht voll auf, Alter. Ich hab's vorhin auch, bin vorhin da kurz über die Autobahnbrücke, davor war auch ein Paar mit einem Hund. Da gehe ich sofort vom Gas runter und fahre easy peasy an denen vorbei, weil wir selber, unser Köter, unser Hund, der ist auch so ein kleiner Schisser, also so ein Angsthund. Und ich weiß, wie der reagiert. Und ihr tut den Besitzern damit echt eine Freude und auch natürlich den Tieren. Weil man muss nicht sehen, dass man da voll aufdreht, wenn man in der Höhe von den Tier sich befindet. Das ist eine Sache, die finde ich geht absolut ja nicht. Da kann man sich ruhig mal ein bisschen zusammenzuppeln, bin ich der Meinung. Man, so viele Themen heute. Boah, ist ja ein Wahnsinnsvideo. Content ohne Ende. Ich werde mich jetzt auch, glaube ich, langsam schon von euch verabschieden. Ich glaube, wir haben wieder gut 16 Minuten voll oder so. Ich wünsche euch, nee, anders. Gott, von meiner Standardansage hier abgewichen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Freut mich. Und ja, wenn ihr künftig, besonders hier im Winter, meine Sozias sein wollt, dann lasst gern ein Abo da, damit ihr auch dann immer gleich mitfahren könnt, wenn ich fahre. Lasst ruhig Glöckchen, könnt ihr auch da lassen. Und dann ja, halt jetzt alles. Ja, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und Yippie-yay, Schweinebacke, reingehauen und tschüss. Yippie-yay, du Schweinebacke.